Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wir decken sie natürlich wiederum gemeinsam auf. Den Adler können wir hier schon sehen. Das ist euer Krafttier. Für diese Zeitspanne ist auch mein persönliches Lieblingstier. Und das höhere Selbst ist eure Hauptenergie. Betrachte alles aus der Adlerperspektive, sei frei, weit und unbegrenzt. Die erste Karte in diesem Reading ist die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist eine Karte, die man manchmal als eine Vergangenheitskarte deuten kann. Denn man trauert hier potenziell etwas oder jemandem hinterher. Es ist hier eine Frustration entstanden, die natürlich dann den Ursprung meistens in etwas hat, was bereits passierte. Bei den 5 der Kelchen spricht man auch manchmal von der Reue, von der Trauer, manchmal auch Eifersucht oder Neid könnte hier drin dargestellt sein. Und teilweise kann diese 5 der Kelche auch auf den falschen Fokus hindeuten. Da konzentriert man sich auf etwas Nebensächliches, auf etwas Irrelevantes und lässt dabei potenziell auch etwas Wichtiges außer Acht. Man kann auch sagen, dass man sich hier auf das Negative konzentriert und dabei nicht in der Lage ist, das Positive zu sehen. Die Karte möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe ist eine Chaos- und Konfliktkarte. Es geht hier manchmal um Debatten, um Streitereien, um Meinungsverschiedenheiten. Im Positiven kann man die 5 der Stäbe auch als Teamwork oder als Zusammenarbeit bezeichnen. Auch der gesunde Wettbewerb wäre hier teilweise zu deuten, aber mit den 5 der Kelchen da im Trigger glaube ich eher, dass es hier um einen Streit oder um einen Konflikt geht, wo man mit einem oder mehreren ganz bestimmten Menschen potenziell nicht unbedingt einer Meinung ist. Da könnte man sich sogar in die Haare bekommen haben. Es wäre hier gut und gerne möglich, dass hier aber auch eine allgemeine negative Grundstimmung herrscht, dass man so generell schlapp ist oder generell einfach nicht gut drauf ist. Man hat keine guten Tage. Man fühlt sich vielleicht sogar etwas kränklich, das kann ich mir genauso vorstellen. Es sind beides Karten, die eher auf einen Trübsal hinweisen können. Aber wie gesagt, da möchte ich mir noch etwas mehr genauer anschauen durch die Karten, durch die Klärung und die Spiegelung. Die Königin der Münzen haben wir hier in der Mitte des Readings oben. Die Königin der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass es relativ egal ist, ob jetzt hier Münzen, Kelche, Schwerter oder Stäbe dargestellt sind. Die Charakteristik einer jeden Hofkarte ist das Ausschlaggebende. Jede Hofkarte hat im Tarot eine ganz bestimmte Charakteristik. Und es ist dann wichtig, sie entweder auf sich selbst oder eben auf bestimmte Mitmenschen projizieren bzw. beziehen zu können. Insofern kann hier jedes einzelne Sternzeichen dargestellt sein, aber die Königin der Münzen hat ganz bestimmte Charakteristiken, die zwar typisch Erdenergie sind, deswegen könntet ihr hier auch sehr gut dargestellt sein. Das schließt es aber nicht aus, dass auch andere darin dargestellt sein können. Die Königin der Münzen gilt als eine sehr tolerante Person, jemand, der sehr aufopferungsvoll und sehr hilfsbereit ist, jemand, der vielleicht sogar das eigene Wohl teilweise hinten anstellt. Hauptsache mit Menschen oder ganz bestimmten Bezugsmenschen geht es gut.
Die Königin der Münzen gilt als recht gediegen. Das ist manchmal gemütliche oder gemächliche Energie. Teilweise kann man hier auch natürlich von der Geduld sprechen. Die Königin der Münzen könnte recht reichhaltig sein. Das muss nicht immer etwas mit dem Geld zu tun haben, sondern reich an Erfahrung, reich an inneren Werten, reich an Moral zum Beispiel. Das kann hier ebenso darauf zu beziehen sein. Die Königin der Münzen schaut hier auf die fünf der Stäbe. Es könnte hier gut und gerne sein, dass diese Königin der Münzen ein Teil eines Streits oder eines Konfliktes ist oder war. Es wäre aber auch gut und gerne möglich, dass er oder sie hier als Schiedsrichter fungieren sollte. Auch da das höhere Selbst bzw. die Adlerperspektive könnte auch gut und gerne auf etwas Derartiges hinweisen. Auch das möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Hier haben wir den Narren. Der Narr ist eine ganz klassische Neustartskarte im Tarot. Es wäre hier also möglich, dass man eine neue Art und Weise einlenken will, wie es fortan weitergehen soll. Man möchte hier eine Art neues Leben schaffen, eine neue Routine einführen. Möglicherweise möchte man hier aber auch, ja, tatsächlich dann diese verschiedenen Wege ausprobieren. So wie es bislang lief, so soll es nicht weiterlaufen. Und deswegen, ja, zieht man hier andere Saiten auf, sprichwörtlich jetzt natürlich formuliert. Der Narr hat auch weitere natürlich Grunddeutungen. Der ist zum Beispiel eine sehr positive Energie. Der Optimismus wird hier häufig groß geschrieben. Die Freiheit oder die Freiheitsliebe kann hier drin dargestellt sein. Optimismus, Leichtsinnigkeit und Naivität auch manchmal, das sind dann eher negative Aspekte. Aber der Narr auf die fünf der Stäbe kann schon gut und gerne verraten, dass man hier wüsste, dass man einen Streit beilegen könnte. Es wäre aber möglich, dass jemand, ja, es nicht einsieht, dass jemand nicht einsieht, beispielsweise sich zu entschuldigen oder den ersten Schritt zu tätigen, dass man sich hier möglicherweise auch den Rücken zukehrt. Kann hier gut und gerne dargestellt sein, aber dann wüsste man auch sehr gut, man könnte diese negative Atmosphäre doch relativ leicht in eine positive Atmosphäre verwandeln. So ein bisschen vielleicht Arroganz könnte hier drin dargestellt sein oder Hochnäsigkeit, Uneinsichtigkeit oder ein gewisser Stolz wäre hier ebenso möglich. Auch den will ich mir noch genauer anschauen. Der Wagen. Der Wagen im Tarot spricht von Fortschritt und von Progressen, von einem Durchkommen oder einem Durchbruch möglicherweise auch. Dort, wo man vorher nicht weitergekommen ist, da scheint es hier sozusagen eine Art Licht am Horizont zu geben. Der Wagen kann auch für die Schnelligkeit stehen. Es ist die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Und teilweise und in ganz speziellen Situationen kann der Wagen auch für Umzüge, Reisen oder so etwas wie ein Besuch dargestellt sein. Der Wagen und die fünf der Kelche in der jeweiligen Spiegelung zueinander scheint mir hier ein deutliches Anzeichen zu sein, dass etwas bereut wird von jemandem Bestimmtes, dass hier jemand vielleicht eine gewisse Einsicht, vielleicht auch eine späte Einsicht hat, vielleicht nicht ganz korrekt gehandelt zu haben in der jüngeren Vergangenheit, so wie ich das hier sehe, weil jüngere Vergangenheit, Schnelligkeit vom Wagen, das scheint mir jetzt hier noch nicht Jahre oder Jahrzehnte her zu sein. Dieser Konflikt, dieser Streit, diese Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, dass hier diese negative Grundstimmung durch ein Ereignis entstand, welches ja vielleicht Tage, vielleicht Wochen, für manche vielleicht auch Monate zurückliegen könnte. Und seither die beteiligten Personen, ob das jetzt zwei oder mehr Personen waren, die sind da nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen. Jeder hat da auf seine eigene Art und Weise weitergemacht, aber in Unabhängigkeit voneinander, so wie ich das hier im Moment interpretieren kann. Hier haben wir die Zwei der Münzen. Die Zwei der Münzen ist eine Karte, die man auf den Wankelmut beispielsweise beziehen kann, auf das Hin und Her überlegen, das Pro und Contra abwägen. Man könnte hier auch verwirrt sein. Teilweise könnte die Zwei der Münzen aber auch für die Flexibilität stehen. Das wäre dann eher eine positive Deutungsvariante. Aber ich glaube, dass hier gerade wegen dieses Streites, wegen dem, was es hier zu bereuen oder zu betrauern gibt, ein gewisses Hin- und Herüberlegen stattfindet. Soll ich mich jetzt entschuldigen oder soll ich mich nicht entschuldigen? Will ich auf diesen Menschen zukommen oder will ich warten, bis er oder sie das vielleicht macht? Ist es überhaupt nötig, diesen Streit beizulegen, darüber zu reden, was passiert ist? Oder können wir das einfach abhaken? Können wir das einfach unter den Tisch kehren? Derartige Gedankenspiele, könnte man sagen, die kann ich mir bei den beteiligten Personen tatsächlich vorstellen, vorrangig bei der Königin der Münzen, da sie hier schon, wie gesagt, in der Mitte
aktiv ist. Und nach wie vor könntet ihr das natürlich sein, liebe Steinböcke. Genauso gut kann das aber auch ein bestimmter Mitmensch von euch sein. Ich bin jetzt gespannt, was mir die Klärungen und Spiegelungen darüber noch verraten können. Das, was hier abgelaufen ist, ist definitiv für jemanden sehr unfair gewesen, sehr ungerecht abgelaufen. Da fühlt man sich betrogen, man fühlt sich definitiv auch sowas wie hintergangen. Auf jeden Fall nicht fair behandelt. Das sagt mir die Gerechtigkeit auf die 5 der Kelche. Die Gerechtigkeit an sich ist Fairness, Gleichgewicht, Gleichberechtigung, kann man natürlich auch sagen. Entscheidungen und Kompromisse können hier drin dargestellt sein, aber die Gerechtigkeit auf die 5 Kelche, das ist definitiv etwas, was in der Vergangenheit nicht zu jemandes Gunsten ablief. Das ist, wie gesagt, eine ungerechtfertigte Behandlung, die man hier empfinden könnte, oder eine Entscheidung, die getroffen wurde, die man, wenn man sie selbst getroffen hätte, definitiv nicht so gestaltet hätte. Man könnte sich hier gut und gerne auch benachteiligt fühlen durch die Gerechtigkeit auf die 5 der Kelche und vor allem hier auch mit dem Streit, mit dem Konflikt, der hier konjugiert. Das höhere Selbst könnte ich mir hier gut und gerne vorstellen, dass bestimmte Menschen, die in dieser Konstellation bzw. auch in dieser Situation waren oder auch immer noch sind natürlich, die müssten sich hier vielleicht auch etwas aus der höheren Perspektive aus betrachten. Sie dürften sich jetzt nicht nur darauf konzentrieren, wie sie sich selbst fühlen, sondern vielleicht auch etwas mehr Objektivität an den Tag legen. Wie fühlt sich denn das Gegenüber? Was wurde gesagt von meiner Seite? Was wurde gesagt von der gegenüberliegenden Seite? Wer könnte Recht haben? Warum sagt man dies oder das? Also sich einen Überblick zu verschaffen über diese Gesamtsituation, da glaube ich, scheint es mir hier der erste Schritt in Richtung Besserung sein zu können. Da glaube ich tatsächlich, dass man manche Meinungen vielleicht noch einmal konkret hinterfragen sollte. Und der erste Eindruck, den man hier hat, der ist nicht immer der richtige. Die 5 der Stäbe sind geklärt mit dem Gericht. Das Gericht hat etwas mit Auferstehung und Auferweckung zu tun. Ruf des Schicksals folgen, kann man hier auch häufig sagen. Das Gericht hat etwas mit einer Erkenntnis, teilweise auch mit einer Vision oder Offenbarung zu tun. Das Gericht neben der Gerechtigkeit ist häufig etwas sehr Spezielles. Es könnte sich hier um Rechtsfragen oder Rechtsstreitereien drehen und handeln. Da könnte jemand beispielsweise gegen ein Gesetz verstoßen haben oder sich eben nicht an Regeln gehalten haben. Es können auch ungeschriebene Gesetze sein, also so etwas wie Selbstverständlichkeiten, dass man für einen Freund da ist oder dass man einem Familienmitglied ein bisschen Geld leiht, wenn er oder sie danach bittet. Also das ist so etwas Selbstverständliches, dem hier potenziell auch vielleicht nicht nachgekommen wurde. Wer ist hier im Recht, ist eine Frage, die es hier zu klären gilt. In der Mitte des Readings auf die Königin der Münzen haben wir den König der Münzen geklärt. Das ist sehr interessant, weil es ja zweideutig hier gedeutet werden kann. Entweder hat man es hier direkt mit einem Bezugsmenschen zu tun, mit dem man dann schon häufiger und länger und wahrscheinlich auch intensiver zu tun hat. Man ist sich hier definitiv dann nicht fremd. Der König der Münzen ist häufig so etwas wie ein Familienmitglied, ein Freund oder eine Freundin. Jemand, den man auch vielleicht als Arbeitskollegen bezeichnen kann. Natürlich kann es auch ein Partner oder eine Partnerin hier sein. Aber König Münzen, Königin der Münzen, das sind Menschen, die recht gleicher Herkunft beispielsweise sind oder die recht gleich ticken, recht ja, ähnliche Gedanken haben, ähnliche Wünsche, ähnliche Meinungen, ähnliche Standpunkte. Diese beiden sind ja auf einer Wellenlänge. Da stimmt die Chemie, könnte man tatsächlich sagen. Aber das muss nicht immer liebestechnischerweise sein, sondern kann natürlich, wie gesagt, auch auf Freundschaften, Nachbarschaften, Kollegschaften, familiäres Verhältnis etc. hinweisen. Auch der König der Münzen hat sehr ähnliche Charakteristiken wie die Königin der Münzen. Das ist gerade auch jemand, der reichhaltig ist, also entweder wohlhabend oder reich an Erfahrung, reich an Moralen, Grundwerten, Idealen. Der König der Münzen ist aber nicht unbedingt so hingebungsvoll, wie die Königin der Münzen es ist. Dieser Mensch, der stellt nicht andere über sich selbst und dann kommt man selbst erst. Der König der Münzen ist jemand, den man auch gut und gerne als Egoist bezeichnen könnte.
Das ist die harsche Formulierung. Man kann es natürlich auch etwas gediegener formulieren und sagen, dieser König der Münzen, der weiß sehr, sehr gut, dass man auch an sich selbst denken sollte, bevor man andere bevorzugt. Dass man selbst nicht zu kurz kommt, ist etwas, was der König der Münzen meistens bereits gelernt hat. Interessant ist hier auch weiterhin, dass beide nach links schauen, also vergangenheitsorientiert. Deswegen liegt es hier auch sehr nahe, dass bereits etwas passiert ist, was diese negative Grundstimmung hier zunächst einmal verursachte. Es ist hier beiden eine Art Dorn im Auge, was passiert ist. Dieses Weitermachen, diese neue Wege, die man hier einschlagen könnte, die kommen erst als nächstes. Aber ich glaube, man betrauert, man bereut, man denkt definitiv sehr viel darüber nach, was passiert ist, und es haftet an einem auch noch an. So kann ich mir das hier gut und gerne vorstellen. Es gibt hier definitiv Entscheidungen oder Beschlüsse, die einem gegen den Strich gehen könnten. Das ist hier der Standpunkt, das ist die Position von zwei Menschen, die miteinander vielleicht immer noch zu tun haben, definitiv schon mehr miteinander zu tun hatten. Die 10 der Kelche. Es ist hier ein Anliegen von mindestens einem dieser beiden Personen, dass man das Ganze wieder in Heilung bringt, dass man die Wogen glättet, dass man das Ganze, ja, man könnte sagen, noch einmal darüber redet bzw. aus der Welt schaffen möchte. Die 10 der Kelche ist definitiv eine sehr positive Karte. Sie deutet auf Wunscherfüllung hin, auf Harmonie, auf Glück oder Glückseligkeit. Die 10 der Kelche hat häufig etwas mit einem Ziel zu tun, welches man erreichen möchte und von dem man sich dann Hoffnung oder Glück oder Wohlstand oder Zufriedenheit verspricht. 10 der Kelche auf den Narren bedeutet, es soll hier etwas neu beginnen. Es soll hier definitiv eine neue Art und Weise als diese hier an den Tag gelegt werden. So wie es bislang lief, so soll es nicht weiterlaufen. Das kann man jetzt hier mit diesen 3 Karten schon sehr deutlich sagen. Was dafür aber notwendig ist oder was dafür gemacht werden muss, das kann hier natürlich sehr individuell sein. Logischerweise, wenn zwei Menschen sich streiten und nicht gut aufeinander zu sprechen sind, dann liegt es hier natürlich nahe, dass einer von diesen beiden Menschen den ersten Schritt auf den jeweils anderen hinzumachen müsste. Da ich hier aber auch zweimal eine Erdenergie habe und auch Menschen mit einem generell sehr klaren Standpunkt, mit einer sehr klaren Positionierung, beide Menschen sind bodenständig, stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Das sind so zwei Menschen, die nichts an sich kommen lassen. Das sind so standfeste Personen schlichtweg. Kann man auch sagen, sture Personen oder Sturköpfigkeit kann man auch in diesen beiden Hofkarten entdecken. Und wenn man diese beiden Gemüter hat, fällt es hier sehr, sehr schwer, ja, aufeinander zuzugehen, wenn man sich nicht unbedingt im Unrecht fühlt. Die 10 der Kelche auf das Gericht in der Spiegelung. Ich glaube, es ist hier spätestens einem von euch beiden aufgefallen, dass es so nicht weitergehen soll, dass man sich nicht das Leben lang anschweigen kann oder aus dem Weg gehen kann, vielleicht das auch nicht möchte. Definitiv soll es hier einen Aufschwung geben, dass man vielleicht auch diese negative Grundstimmung, dieses nicht aufeinander gut zu sprechen sein, jetzt eine Zeit lang aufrechterhielt. Und ich glaube tatsächlich, wenn beide Menschen hier ehrlich zu sich selbst sind, ist das etwas, was sie so eigentlich nicht beibehalten möchten. Wie gesagt, mindestens einem von euch beiden scheint mir dies schon aufgefallen und verinnerlicht worden zu sein. Die 5 der Stäbe. Dass man hier einem weiteren Konflikt womöglich nicht aus dem Weg gehen kann, ist hier dargestellt. Die 5 der Stäbe wiederholt sich hier, wie man sehen kann. Es ist nach wie vor natürlich Chaos, Konflikt und Meinungsverschiedenheit. 5 der Stäbe auf Gerechtigkeit, nach wie vor auch dieses Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Und man hat da vielleicht Stillschweigen bewahrt. Man hat es halt einfach hingenommen. Man hat versucht, damit klarzukommen. Man hat sich vielleicht auch angepasst. Aber definitiv gab es hier, was die Sympathie zwischen diesen beiden Menschen angeht, einen ganz klaren Abwärtstrend, könnte man sagen. Die 5 der Stäbe, Chaos und Konflikt. Ich glaube, dass hier durch diesen Konflikt viele von euch und von euren Bezugsmenschen hier, je nachdem, wie gesagt, wo ihr da drin verkörpert seid, vielleicht nicht gut aufeinander zu sprechen sind, sondern vielleicht sogar sich auch etwas entfremdet haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Die 5 Stäbe auf den Wagen bedeuten, dass man hier einer Kollision oder einer Konfrontation entgegensteuert, dass man sich möglicherweise auch zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits dazu entschlossen hat, den Streit neu aufzurollen. Klingt jetzt etwas komisch. Aber dass man einer erneuten Diskussion möglicherweise nicht aus dem Wege gehen möchte, so könnte man es besser formulieren. Zwei Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu entschieden haben, kein Sterbenswörtchen mehr miteinander zu reden,
Einer von beiden, der hat sich hier schon innerlich definitiv dazu entschieden, doch wieder miteinander zu reden, das Gespräch zu suchen, den Streit nochmal aufzurollen mit der Absicht, ihn aus dem Weg zu schaffen, ihm vom Tisch zu räumen, sagt man, glaube ich. Fünf der Stäbe auf den Wagen. Es könnte hier sehr viel früher zu einer erneuten Diskussion, zu einer Debatte kommen, als es der jeweils andere dann vielleicht erwartet. Die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen. Vom Gemüt und von der Charakteristik her ist sie sehr anders eingestellt als diese beiden Menschen hier. Einer von euch beiden hier in der Mitte dargestellt scheint mir hier zukünftig, was sein oder ihr Verhalten angeht, sich zu verändern. Nach wie vor, wie gesagt, die Charakteristik ist entscheidend bei Hofkarten und die Königin der Kelche ist eine vollkommen ehrliche und authentische Person. Jemand, der seine oder ihre Gefühle nicht verschweigt, sie auch nicht kleinredet, sie auch nicht versucht zu verstecken, sondern bewusst wahrnimmt und diese auch transportieren und offen zeigen kann. Das ist eine meiner Lieblingshofkarten, weil sie eben eine derartige Charakteristik hat wie die Authentizität und ich persönlich lege da großen Wert darauf. Das ist jemand, der nicht unbedingt kritikfähig ist, jemand, der sich vieles sehr schnell und sehr stark zu Herzen nimmt. Wie gesagt, etwas zerbrechlich oder nah am Wasser gebaut, könnte man auch dazu sagen. Die Kombi hier, Königin der Kelche und zwei der Münzen. Ich glaube tatsächlich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt hier einer von euch beiden sich dazu entschließt, mit Wohlwollen auf das Gegenüber hinzuzugehen, mit der reinen Absicht, diesen Streit beizulegen, nochmal miteinander zu reden, das Ganze aus der Welt zu schaffen, sich möglicherweise auch zu entschuldigen, vorausgesetzt, man hat hier sich etwas vorzuwerfen. Da könnte dann eine Königin der Kelche, was die Vorgehensweise angeht, und wie gesagt, die könnte sich hier gut und gerne ändern im Laufe der Zeit, von einem von euch beiden von hier zu hier eben. Das könnte hier natürlich sehr viel vielversprechender sein, sehr viel erfolgsversprechender sein, wenn man es hier darum geht, einen Streit beizulegen. Die drei der Kelche. Die drei der Kelche ist eine ganz klare Wiedervereinigungskarte hier in dieser Situation, wie sie aber eher von einem von beiden ausgeschlossen sein könnte. Die drei der Kelche ist eine Dreierkonstellation in manchen Situationen. Für manche von euch könnte dieser Streit, dieser Konflikt mit einer dritten außenstehenden Person zu tun haben, die ich jetzt aber hier nicht unbedingt sehe, außer hier ist noch eine Hofkarte. Aber ich glaube, dass hier eher mit den drei der Kelchen die Wiedervereinigung dargestellt ist. Wie gesagt, diesen Streit neu aufrollen, dann wieder miteinander ins Gespräch kommen, das Band wieder stärken zwischen diesen beiden Menschen. Das sind alles natürlich Synonyme oder Umschreibungen für eine Wiedervereinigung. Drei der Kelche auf die Gerechtigkeit. Ich glaube, zu diesem Schritt hat sich einer von euch beiden im Laufe einer gewissen Zeitspanne bereits entschieden. Ich kann mir hier hinten die Konfrontation vorstellen, die fünf Stäbe auf den Wagen, das ist dieser Anruf von dieser Person, hey, wir müssen reden. Oder plötzlich steht er oder sie vor der Tür mit der Absicht, ja, ein Gespräch zu führen. Also dieses plötzliche, vielleicht auch etwas überrumpelnde kann ich mir hier vorstellen. Drei der Kelche auf fünf Kelche. Einer von euch beiden, der gibt einer möglichen Wiedervereinigung nicht wirklich die höchsten Erfolgschancen. Jemand glaubt da nicht mehr dran, mit jemandem wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Jemand könnte sich hier möglicherweise bereits entfremdet haben vom jeweils anderen, beziehungsweise könnte sich so verletzt fühlen, so gekränkt fühlen, dass man hier auch gar nicht mehr damit liebäugelt, sich mit jemandem wieder gut zu schließen. Das sind mögliche Beispiele natürlich, wie es hier einem von euch beiden gehen könnte. Aber wenn man sich das Ganze tatsächlich von oben betrachtet, da bin ich auch wieder bei der Adlerperspektive, bei diesem höheren Selbst auch teilweise, dass man hier diese Gesamtsituation doch schon mal deutlicher unter die Lupe nehmen sollte. Weil wenn man, wie gesagt, ehrlich zu sich selbst ist und ehrlich zu sich selbst, höheres Selbst, ich denke, ihr merkt, wie das miteinander zu tun hat. Da könnte man gut und gerne auch feststellen, dass man so, wie es abläuft, nicht unbedingt erfüllt ist. Dass es definitiv einem gegen am Strich geht, so oder so gehandhabt zu haben, entweder selbst oder dass einem das mit einem so umgegangen ist. So oder so ist es einem nach wie vor dieser Dorn im Auge. Die Neun der Stäbe. Es ist hier definitiv etwas aufzuräumen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich habe hier eine und jetzt eine nächste Karte, die deutlich darauf hinweist, dass hier in der Vergangenheit etwas
aus dem Ruder vielleicht sogar gelaufen ist. Da könnte ich von Beleidigungen oder von Anschuldigungen sprechen, auch teilweise so etwas wie gebrochene Versprechen können hier drin dargestellt sein. Gerade bei den drei, bei den neun der Stäben handelt es sich um eine Traumakarte. Trauma ist jetzt für manche vielleicht ein zu starker Begriff, aber definitiv hat hier etwas in der Vergangenheit schmerzhafterweise etwas mit jemandem gemacht. Also da wurde man, wie gesagt, gekränkt, beleidigt. Man könnte hier auch natürlich darüber geweint haben, was passiert ist. Es ging mindestens einem von euch beiden, so wie ich es aber hier annehme, war es tatsächlich bei beiden der Fall, ging es hier jemandem sehr nahe. Und dass man das hier aufrollen sollte, dass man mit der Vergangenheit aufräumen muss, um hier auch dann mit dem Narren in der Konjunktion weitermachen zu können, weil man hier eine gewisse Eingeschränktheit möglicherweise empfinden kann. Das ist hier eine mögliche Erkenntnis, die einer von euch beiden davongetragen hat und potenziell jener, der die Absicht hat, das Ganze nochmal aufzurollen. So wie ich es hier interpretiere, haben hier beide Menschen hier und da vielleicht etwas gesagt, was sie am liebsten nicht gesagt hätten oder zurückgenommen hätten. Ich glaube, hier haben sich beide nicht hundertprozentig korrekt verhalten, der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Aber nach wie vor, wie auch schon gesagt, mit dem, was sich dazu getragen hat, haben sich beide vielleicht arrangiert, eher zähneknirschend arrangiert. Aber wenn man die Wahl hätte, würde man das Ganze definitiv lieber anders gestalten. Die sechste Münzen, ja, darauf wird's ankommen. Es ist das Geben und Nehmen. Es ist dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip. Und ich habe mir gerade auch gedacht, ich weiß nicht, wer von euch beiden hier wer ist, liebe Steinböcke. Das wisst ihr wahrscheinlich im Resonanzfall natürlich besser. Und ich weiß auch nicht, welcher von diesen beiden hier dargestellten Personen hier den ersten Schritt machen wird. Wer von beiden hier diesen Willen hat, vielleicht auch diese Art Drang verspüren könnte, diesen Streit nochmal neu aufzurollen, die Konfrontation erneut zu suchen. Und es wird dann potenziell natürlich auf das jeweilige Gegenüber ankommen, ob er oder sie mitzieht. Das ist nämlich jetzt genau hier in der Mitte dargestellt. Wir haben sechs der Münzen. Geben und nehmen, eine Hand wäscht die andere. Ich bin für dich da, du bist für mich da. Gleichgesinntheit, Gleichgestelltheit, eine ähnliche Karte wie die Gerechtigkeit. Und hier auf diesen König der Münzen geklärt und auf die Königin der Münzen gespiegelt. Es kommt hier tatsächlich auf euch beide an, so muss ich das jetzt ausdrücken, weil wenn einer hier ja, jemanden einen Besuch abstattet, was hier natürlich sehr gut sein kann in dieser Konjunktion, wie auch schon vorhin gesagt, dann obliegt es natürlich auch dem anderen von euch beiden, erst einmal die Tür zu öffnen, dann das Gegenüber hineinzubitten, sich zu einem Gespräch durchzuringen und dann natürlich dann auch alles zu klären, was es hier noch zu klären gibt. Wenn diese Schritte, die jetzt natürlich beispielhaft genannt waren, nicht eingehalten werden, wenn dann das Gegenüber ja, die Tür vor der Nase zuknallt, dann hat hier definitiv keine Einigkeit stattgefunden. Dann hat man hier nicht die eine Hand ausgestreckt und der andere hat sie dann genommen. Dann hat man diese Hand abgeschlagen. Und so könnte man vom Trotz sprechen, von der Sturheit sprechen, von dem Stoischen könnte man auch sprechen. Aber ich glaube, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, und der wird hier im Laufe einer gewissen Zeitspanne kommen, das sieht man hier auch wunderbar in der großen Konjunktion, dass man hier ein Einsehen haben muss, dass es im Prinzip auf euch beide ankommt, ob man die Zukunft besser gestalten möchte im Zusammenhalt miteinander als die jüngere Vergangenheit. Und ich glaube, jeder logisch denkende Mensch und objektiv denkende Mensch, man könnte auch von der Rationalität sprechen, der da mehr mit dem Kopf denkt und weniger vielleicht mit dem Herzen denkt, wenn man das in Anführungsstriche setzen kann. Wie gesagt, dieses stoische, sture, Arroganz sehe ich das jetzt hier nicht unbedingt, aber schon etwas stur oder dickköpfig, könnte man sagen. Wenn man das schafft, etwas klein zu halten, dann glaube ich, bewegen sich hier zwei Menschen auf eine Besserung, was die Zukunft angeht, hinzu. Ich glaube, zwei Menschen schaffen es hier, das Kriegsbeil zu begraben. Auf langfristige Sicht gesehen, so sehe ich das hier eher, aber dieser notwendige erste Schritt ist hier nur der erste Schritt und das Gegenüber muss da einlenken. Es bringt dann nichts im Prinzip, dass einer sich nach Monaten dazu durchringt, einen Anruf zu tätigen oder sich beim Gegenüber zu melden, mit einer reinen positiven Absicht natürlich, wie gesagt, einen Streit beizulegen. Und das bringt dann gar nichts, wenn das Gegenüber diese Nachricht zwar liest und dann sofort wieder löscht. Das hat dann im Prinzip überhaupt nichts gebracht. Und insofern liegt es natürlich an beiden abgebildeten Menschen, diese notwendigen Schritte einzuleiten. Die sieben der Münzen, und ich sprach gerade von der längeren Sicht oder die längerfristige Angelegenheit. Die sieben der Münzen ist der ganz klare Gedulds- und
Manchmal sagt man auch vor sich hinschieben Karte. Dann könnten die Devisen lauten, morgen ist auch noch ein Tag. Oder kommt Zeit, kommt Rat. Oder ein Schritt nach den anderen. Das ist hier dieses gemütliche, gemächliche, langsam voranschreitende. Dieses langsam, aber sicher könnte man hier auch formulieren. Die 7 der Münzen auf die 10 der Kelche bedeutet, man will hier ein Ziel erreichen. Man hat hier Wohlwollen, man hat positive Absichten zueinander. Und ich glaube auch, dass dieser Wille hier zum Neustart, dazu die Sache neu aufzurollen, nochmals darüber zu reden, die ganze Sache aus der Welt zu schaffen, zu reinigen, zu heilen, die Wogen zu glätten. Diese Einleuchtung, diese Absicht, die kommt hier relativ schleppend voran, möchte ich tatsächlich sagen, weil wenn man daran denkt, man könnte sich mit dem Gegenüber wieder gut schließen, man könnte das Gegenüber kontaktieren, man könnte darüber wieder reden. Das sind dann erst einmal Gedanken, auf die natürlich dann auch Taten folgen müssen. Und der Schritt zwischen einem Gedanken und einer Ausführung dieser Gedanken, je nach Mensch ist das unterschiedlich, wie lange das dauert und ob es überhaupt tatsächlich dann ausgeführt wird, weil die wenigsten Menschen sind tatsächlich dann so eingestellt. Sie denken sich zwar, naja, es wäre wahrscheinlich für uns beide besser, wenn wir diesen Streit hier beilegen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir nochmal darüber reden. Aber wenn es dann darauf ankommt, dem auch dann tatsächlich Taten folgen zu lassen, könnte man sich, wie auch schon vorhin angesprochen, überfordert fühlen. Man könnte dann aber auch tatsächlich diese Sturheit besitzen. Warum soll ich mich eigentlich melden? Mein Gegenüber soll sich doch melden. Er oder sie hat das, das und das gesagt. Ich brauche hier eigentlich gar keinen Finger krumm zu machen. Das ist dann dieses sture, stoische, teilweise auch egoistische, teilweise auch arrogante natürlich. Je nach Situation und je nach Intensität kann ich hier unterschiedliche Charakteristiken natürlich nennen. Aber das Wissen oder die Einsicht, eine vergangene Situation, wie man sie hier sehen kann und hier sehen kann und hier sehen kann, es ist hier im Prinzip wirklich um das, ich sage jetzt mal, harmonische Weiterkommen oder eine Harmonie zwischen euch beiden wiederherstellen zu können, ist es notwendig, die Vergangenheit zu bereinigen, sofern es einem natürlich möglich ist, sofern man das natürlich tun kann. Und ich glaube, das ist hier auch die Grundaussage. Dieses höhere Selbst ist das Wissen darum, was man hier eigentlich tun sollte und was jetzt noch fehlt, ist dem nachzukommen. Die 10 der Stäbe. Eine Belastung, eine Bürde könnte man auch sagen, tatsächlich lastet hier auf jemandes Schultern. Ich glaube, es sind hier mehrere Menschen, die hier eine Bürde davongetragen haben von dem, was da in der Vergangenheit passiert ist, dieser Streit, diese Meinungsverschiedenheit. Das hat nicht nur mit einem von euch beiden etwas gemacht, sondern mit euch beiden logischerweise. Ich glaube, dass man hier das Beste daraus gemacht hat. Man wüsste aber auch sehr, sehr gut um die Option, das Ganze noch besser zu gestalten. So muss ich das hier ausdrücken, denn ich weiß nicht, worum es hier exakt in diesem Streit ging. Ich weiß nicht, wie ihr beide zueinander eingestellt seid. Das sind all solche Details, die ich in einem allgemeinen Reading nicht verpauschalisieren kann. Die einen von euch könnten hier, ja, vielleicht sogar Partner und Partnerin sein. Die anderen von euch beiden sind hier Bruder und Schwester. Die anderen von euch beiden sind Arbeitskollegen. Das muss auf die persönliche Situation natürlich bezogen werden. Und um was oder über was man sich hier gestritten hat in der Vergangenheit, das kann ich hier nicht drin sehen, weil es A in der Vergangenheit liegt und nicht primär darum geht. Und B kann das natürlich auch sehr variantenreich sein. Es geht hier darum, wie man aufgrund dessen, was passiert ist, weitermachen möchte. Denn ich sehe hier mehr und mehr, dass man mit der Situation, wie sie sich entwickelte, definitiv unzufrieden ist. Die 3 der Münzen. Und hier haben wir wiederum diese Zukunftsperspektive. Wir haben hier viel mit der Vergangenheit zu tun. Wir haben hier die Vergangenheitskarte. Wir haben hier die Vergangenheitsorientierung. Wir haben hier einige Indizien dafür, dass der Auslöser, hier natürlich auch primär zu sehen, in der Vergangenheit liegt, der eine negative Grundstimmung in der Gegenwart hervorrufte und wie die zukünftige Ausrichtung ist. Die haben wir hier, die haben wir hier und jetzt spätestens natürlich auch hier. Die soll hier eine ganz andere sein. Die 3 der Münzen ist Vorsorge, es ist Um- oder Neuorientierung, es ist Absicherung für die Zukunft.
Definitiv kann man bei den drei der Münzen auch von der Team-Up- oder Partner-Up-Karte sprechen. Team-Up oder Partner-Up bedeutet, sich mit Menschen zusammenzutun oder sich zu umgeben mit Menschen, die einem gut tun, mit denen man sich gerne in Gesellschaft befindet, die möglicherweise auch gleiche Ziele, Wünsche, Interessen haben. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, und da bin ich wiederum beim höheren Selbst, ist man lieber mit jemandem in der Zukunft als ohne jemanden mit in der Zukunft unterwegs. Und wer hier ehrlich zu sich selbst sein kann, ist definitiv diese Königin der Kelche. Ob es der jeweils andere von euch sein kann, das ist hier noch etwas, was nur die Zeit noch bringen kann, was man hier definitiv noch abwarten muss. Denn ich weiß nicht, wenn diese Konfrontation hier stattfindet, ob sie von beiden gleichermaßen auch durchgeführt werden soll oder ob der eine von euch beiden dann eher überfordert ist, vielleicht abblocken könnte, vielleicht, wie gesagt, auch schon vorher die Tür wieder zuknallen kann. Das kann ich mir zwar vorstellen, es scheint mir hier aber eher eine 50-50-Entscheidung zu sein. Das möchte ich mir jetzt natürlich auch im weiterführenden Reading genauer anschauen. Ich hoffe, hier über die gesamte Situation noch etwas mehr Details in Erfahrung zu bringen, noch etwas mehr Einblicke zu gewähren und natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Liebe Steinböcke, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, könnt ihr was mit diesen Energien anfangen oder kurz gesagt resoniert das Reading für euch, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Videobeschreibung unter diesem Video findet ihr gleich als allererstes den Link dazu. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich nichts Negatives daraus zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen April weiterhin, bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.